So Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Opening vom Pokémon-Sammelkartenspiel. Und zwar haben wir wieder hier ein Themendeck. Ja, es ist wieder mal eine Evoli-Form. Und zwar diesmal von der Serie Diamant und Pearl, Majestätischer Morgen. Und zwar das Deck Frostshock. Hat Elektro und Wasser drinne. Hier hinten sehen wir mal kurz die Liste, was Schönes drin ist, aber wir halten uns gar nicht mal lange damit auf. Wir packen direkt mal das Paket aus. Und zwar, natürlich kommen auch noch andere. Ich habe auch noch ein paar Decks bestellt, aber diesmal keine Sorge, nicht von Evoli. Also ihr werdet auch noch andere Decks sehen, denn viele Decks, wie gesagt, finde ich persönlich, habe ich mir versucht, im Internet, auf YouTube, sonst wo zu suchen, aber die meisten entweder auf Englisch, nicht auf Deutsch, und wenn sie auf Deutsch waren, doch schon eine sehr, sehr schlechte Qualität. Und da dachte ich mir, jetzt mache ich das mal auch und hoffe, ihr könnt damit was anfangen. So, wir haben als allererstes wieder mal die Münze, aber es ist eine kleine Münze, eine dünne, wieder aus Plastik wie immer, diesmal mit einer Goldbeschichtung, glänzt aber ganz hübsch auf jeden Fall. Die legen wir mal zur Seite. Wir haben hier das Deck selber. Das ist wie immer das leider wieder mal so eingeschweißt. Das ist halt sehr, sehr schade, wenn die eingeschweißt werden. Denn wenn die zu eng eingeschweißt werden, dann können sich die Karten auch biegen. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal bei so einem Trainerkit. Sehr, sehr ärgerlich. Zum Glück sind sie ja darauf umgestiegen mit diesem Plastikkartönchen dann. Das ist schon besser mit diesen kleinen Deckboxen. So, das schauen wir uns aber gleich an. Wir haben ja hier noch mehr drin. Was haben wir hier noch drin? Wir reißen das mal auf. Wir haben hier wieder mal eine Spielunterlage, aber diesmal nur für einen Spieler, nicht für zwei direkt. Schön im Blau. Und dann haben wir noch wieder mal ein Heft, ein Begleitheft. Da ihr da die Diamant und Pearl Booster Packs ankreuzen könnt, was ihr da für Karten drin habt, könnt ihr mal anschauen. Sehr schön, dass das wieder dabei ist von den ganzen Serien und wieder natürlich ein Regelbuch für alles. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier wieder unsere Spielmarken. Keine 50er, keine 100er Marken. Sehr groß und schlicht gehalten. 10er Marken nur, aber dafür wenigstens aus einem stabilen, festen Karton. Das gefällt mir eigentlich recht ganz gut. Natürlich wären ein paar mehr schon gut, denn ist immer so mit 90 Schadenspunkte, die kann man schon sehr, sehr schnell auf manche Pokémon verteilen und von daher nicht gerade viel, also sehr, sehr schlecht eigentlich im Grunde. So, dann haben wir natürlich nur noch das Pokémon-Deck selber und da schauen wir uns natürlich jetzt mal an, was da Schönes drin ist. Mal schauen, wie die sortiert sind und ich hoffe, sie sind so sortiert, so wie ich es mag. Erstmal alle Energien, dann die Trainerkarten und dann die Pokémon selber. So, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Schön nah in der Kamera. Glaziola, die Weiterentwicklung von Evoli, die Eisentwicklung, sehr, sehr hübsch auf jeden Fall. Sieht unglaublich gut aus. Die legen wir jetzt einfach mal hier so zur Seite. So, dann haben wir natürlich Wasserenergien. Einige auf jeden Fall, einige Wasserenergien, die können wir ruhig mal runterlegen. Dann haben wir einige Elektroenergien. Können wir auch schön zur Seite legen. Dann kommen die Trainerkarten. Die Trainerkarte Trank. Energiesuche. Energiesuche. Wurmloch. Wurmloch. Flottball. Flottball. Muttersfürsorge. Supporterkarte. Muttersfürsorge. Finsterball. Ich denke, das werden sie gewesen sein. Die legen wir auch noch zur Seite. Und nun kommen wir nur noch zu den Pokémon. Schalelos. Schalelos, Pikachu, 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 Frieselblitz, 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 und das haben wir viermal drin. Voltenso ist drin zweimal. Plinfa, 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 Plinfa. Plyprin, Plyprin, Impoleon. Das ist cool, dass sogar die dritte Entwicklungsstufe auch drin ist. Hat man nicht häufig. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool auf jeden Fall aus. Dann haben wir natürlich noch ein paar Mal Evoli, sonst macht es keinen Sinn. Und natürlich noch ganz zum Schluss ein Blitzer. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ein sehr schönes Evoli-Deck wieder mal. Mit einer besonderen Evoli-Karte nochmal zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal weiterhelfen. Ansonsten fragt einfach in den Comments. Ich werde sie so schnell wie möglich meistens beantworten. Bis dahin, haut rein und macht's gut.